Hallo, mein Name ist Michael Meulrings. Ich bin Produktmanager bei Hitachi High-Tech Analytical Science und bin zuständig für den Bereich optische Emissionsspektroskopie. Reden wir über Elementanalytik, dann reden wir häufig über drei verschiedene Techniken: LIPS, OES, XRF oder Röntgenfluoreszenzanalytik. Und genau genommen hat jede Technik seine Vor- und Nachteile, besonders wenn es darum geht, spezielle Elemente zu analysieren. Wir haben einen Guide veröffentlicht, in dem wir 10 Elemente diskutieren, die man besonders gut mit optischer Emissionsspektroskopie messen kann. Gleichzeitig bietet optische Emissionsspektroskopie den Vorteil, auch noch weitere Elemente zu messen, Elemente, die vielleicht nicht so häufig vorkommen. Auch hier haben wir uns mit 7 Elementen beschäftigt, die wir in diesem Guide näher beschreiben. Die Spezifikation von Materialien und auch die Anwendung ändert sich natürlich von Zeit zu Zeit. So ist es wichtig, dass Sie ein Gerät besitzen, was einen großen Wellenlängenbereich abdeckt, damit Sie in der Elementanalytik heute messen können, aber auch fit für die Zukunft sind. In unserem Guide beschreiben wir das alles ein bisschen näher. Sie können ihn gerne auf unserer Webseite runterladen.